Hallo, mein Name ist Felix Lubenau. Ich bin Head Pro der Schuster Lubenau Academies und wir sind hier im Costa Navarino Resort in Griechenland auf dem Dunes Course in der wunderbaren Short Game Area. Und das Thema dieses Videos ist ein Licht-Schatten-Spiel beim Kurzspiel, was helfen soll, dass die richtige Ansprechposition gewählt wird. Und vielleicht ist einfach diese Idee eine wunderbare Idee, die sich der ein oder andere eben besser merken kann. Wenn der Tino sich mal jetzt so hinstellt, wie es viele eben leider tun, dann sieht man, dass das Lichtspiel zu viel ist. Der Tino ist im Licht, die Kappe vom Tino ist im Licht, alles ist im Licht. Und das wird dazu führen, dass im Gegensatz zum Driver will ich ja natürlich im Kurzspiel den Ball von oben nach unten treffen, also in der Abwärtsbewegung, Ball-Boden, dass ich das hier nicht möglich habe, wenn ich falsch am Ball stehe. Ja, so will ich am Ball stehen, wenn ich einen Ball von unten nach oben treffen will. Sprich, beim Kurzspiel muss das komplett anders aussehen. Da muss der ganze Spieler im Schatten stehen. Vielleicht noch der rechte Schuh, wie man hier sieht, ist in der Sonne. Der Ball ist ja genau auf der Kante zwischen Sonne und Schatten. Aber der ganze Rest, die Mütze, die Schultern, alles ist im Schatten und bleibt auch im Schatten, wenn der Schwung jetzt kommt, damit eben der Ball in der Abwärtsbewegung getroffen werden kann. Und so kann man sich das ganz gut merken. Der Ball muss in der Abwärtsbewegung getroffen werden und ich muss mit meinem Körper, mit meiner Kappe, mit allem im Schatten bleiben. Dann habe ich eine Möglichkeit, den Ball sauber zu treffen. So, hier nun die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Beim Kurzspiel will ich den Ball in der Abwärtsbewegung treffen, also Ballboden. Deshalb alles im Schatten, außer der rechte Schuh. Und alles bleibt auch im Schatten während des Schwungs.